Bomberstaffel ist oder ob das. Ja. Gib mal, Schleck und Schleck. Ja, ja, Schleck ist wieder dabei, wollte ich auch gerade sagen. Guck mal, die Schlecks sind wieder dabei. Aber die da drüben ist die Deutsche Bahn, das heißt, sie kommt zu spät zum Krieg. Oh mein Gott. Also trotzdem gerne mal Panzer. Mittlere Panzer. Ja. Kannst nicht verstehen. Jetzt hast du einen Tiger gekauft und kannst ihn nicht spielen. Richtig. Scheiße. Boah, aber ich kann hier wenigstens gut. Ich hau schon mal meinen eigenen leichten Kübelwagen ins Gefecht. Wenn MG42 gekauft, kannst du ihn benutzen, weil ich ja nicht Sniper wegpacken müsste. Ja, komm, spring rein. Komm, spring rein. Wartest du noch kurz auf mich? Ah, wo bist du denn? Mhm. Jetzt musst du aber langsam kommen. Ich kann hier nicht Ewigkeiten stehen. Fahr. Ja. Hallo. Gute Nacht, schlaf schön. Genau. Toll, dass du da warst. Der Indikum stinkt immer zum Schluss. Ja, Katja kommt immer, wenn Katja die Kellnerin kommt nach einer Weile am Abend, heißt es immer, ja, ich gehe jetzt ins Bett. Genau. Ja. Das sind ihre Worte am Abend. Wollte aber gerade eigentlich was anderes sagen. Ich habe jetzt den Jungs, die unten mit mir drin waren im Channel, auch gesagt, wegen auf der Website anmelden. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon gemacht haben oder ob sie es noch machen, aber ich habe denen erstmal Bescheid gesagt, dass das schön wäre. Und auch mal ein bisschen im Forum schreiben. Nicht ja. Schön wäre, sondern ihr dürft den TS nur noch benutzen. Es wäre notwendig. Es wäre. Das musst du denen sagen. Was denkst du? Ja. Also ich wäre erstmal für einen 30-Minuten-Bann. Oder einen Tag. Nein, das Ding ist, ich habe jetzt von Teamspeak jetzt ganz knallhart die andere gekriegt. Nur mit. Problem ist halt, Leuten, ich weiß nicht, Leuten. Also 32 User kriegen wir bestimmt voll. Locker. Nur die Sache ist halt mit der Forumsaktivität. Wenn jetzt sollen ja nicht alle 32 schreiben, es soll halt. Ja. Der hatte eine Thompson. Ich habe eine Thompson. Ah. Ich habe die Thompson, die er hatte. Hast du die gerade geholt? Na klar, hol ich. Ach, du hast die geholt? One-Shot, was krieg ich auch sonst? Außer Zahnbelach. Von wo? Na, hier bei den Ruinen, bei der kaputten Brücke da, die sind da alle schon am rumrennen. Wo rennen sie? Linke Seite oder rechte Seite? Ich hab die linke Seite im Blick. Linke Seite von B3 aus. Oh, Alter, wo kam der her? Da ist einer bei uns im Spawn drinne, bei uns im Haus drinne. Oben oder unten? Oben. Na, nach oben geht's. Fuck, Alter, ich dachte, das rennt da los. Ey, das ist die Scheiße, wenn ihr mal weiterrennt gleich, wisst ihr? Ich bin doch gar nicht, ich bin noch im Haus. Nein, ich meine, aber der Großteil ist halt hirnlos weitergerannt schon. Nein, der Großteil ist einfach schon gestorben. Was haben wir denn für Weicheier? Wir waren die Einzigen hier vorne. Du sagst auf einmal, ja, ich denke, oh, Verteidigung Stufe 3 habe ich schon. Krass. Bin außer im Rennen, bin ich nirgendwo so gut wie ein Verteidigen. Ach, fuck. Ja, toll, der Italiener hat sich. Alter, wenn für alle. Ja, lol, Alter. Boah, wie viel? Fuck. Los Jungs, nimm B4 ein, nimm B4 ein. Dann können, wenn wir nämlich B4 einnehmen, können die B3 nicht einnehmen. Naja. Wir müssen hier natürlich trotzdem aufräumen da. Oh fuck, jetzt bin ich mit Fahrzeug gespawnt, wo ich das gar nicht wollte. So. Ja, Alter, wo kommen die denn? Wachsen die hier aus dem Boden oder was? Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, machen sie. Wachsen aus dem Boden. Wachsen aus dem Boden. Oh, fuck, der Weg war zu tief. Martin, jetzt auf deiner Seite weiterfahren müssen. Oh, ich bin hinter dir, Alex. Bin gerade ein bisschen an. Also ich bin gerade Sturm auf 02. Je schneller wieder ankommt, desto cooler ist es. Und ich finde Flieger geil. Die klingen. Wie ist die von so schön gesagt? Das hast du gleich durch, ja, okay. Bei Fliegern zu spawnen, kann man extra Fallschirmspringer oder so, ne? Also um da mit dem Fallschirm runterzukommen. Und Bomben halt. Ich glaube, wir haben aber Bombe. Boah, jetzt muss ich auf Toilette. Was ist denn das für ein Scheiß? Boah, ist das übel mit den Fallschirmspringern, Alter. Wie die vorwärts waschen können, ne? Ist das geil.
Nico, von ja. Links habe ich gerade irgendwie Bewegung gesehen, links von unserem Haus. Wo bist du? Ach so. Ja, dir. Du machst meine Sturmtruppe und ich mach dir. Schieß die Leute um, die du aufdeckst, vielleicht, wenn so klappt, wie klappen wollen. Ich bin mal kurz weg. Da war gerade irgendwas schießen, hat? Gerade auch gehört? Nö. Jetzt höre ich was schießen hier. Geh mal nach oben kurz. Ist sauber. Wie hört sich das 50 an wie ein kaputter Mixer? Nee, das ist eine fette Hummel, die nicht vom Fleck kommt. Ja, genau. Vorsicht! Links von uns, Nico! Welches links? Wo bist du denn überhaupt? Hier links. Na, ich bin ja, direkt hinter dir. Ich hab schon drauf geschossen. Wem verarschen? Ach, der kommt wieder runter. Kommt aus dem Turm runter, falls du noch da bist. Ja, ich war da. Hat er dich gerade erwischt? Okay. Der Scheiße, braucht mir, muss mir echt irgendwie ein Headset holen, weil bei den FPS spielen, ich probiere die Teile Leute echt nicht höre. Wieso? So. Alter, überall diese Hummeln hier, Alter. Nein, jeder nicht hoch, danke. Nein, jeder nicht hoch. Alter, oh Scheiße. Hä? Okay. Ich hau dann erstmal rein und geschlafen. Was bist du für eine Weiche? Grüß dich, Alte. Schlaf gut. Bis morgen wahrscheinlich. Wie bis morgen. Weiß ich nicht. Von wieso? Alter, wo sind die? Was soll denn der Scheiß? Bei uns am Ufer. Ja, das hab ich auch gerade gesehen. Ah, André, wieso denn wie bis morgen? Also wie du Weichei hast? Ich schlaf, bin dann morgen wieder. Nein. Wo redest du? Alte Weichei, an Menschen dürfen wir nicht rein. Kommst hier nicht rein. Soll ich dich kicken oder gehst du selber raus? Kannst du nicht. Was? Hat. Oh, Alter, zeig die Schnauze voll. Ne. Dann gute Nacht. Bis morgen. Der hängt jetzt übrigens bei deren Ufer auf der Seite, ne? Das ist drüben bei der ganzen Brücke von denen. Da bei der Flakstellung, da hängen übelst viele von denen. Und auf jeden Fall auch ja, ich hab teilweise auch das Gefühl, dass die irgendwie ein Aimbot haben, weil ich beim Rennen aus einer Entfernung von, keine Ahnung, 200, 300 Metern oder so mit einem Treffer Kopfschuss. Das ist teilweise, wo du denkst, was, wie soll denn den? Ja, kannst du davon aussehen, dass der Hacker mit Welt ist.
Ich sag mal so, kann halt immer mal passieren, wisst ihr, mal. Also ich hab auch schon Leuten aus der Fahrt, ich hab Leute aus dem Auto schon rausgefeuert, wisst ihr. Alles schon gemacht. Das sind Zufälle. Das Ding ist halt, wenn es mal passiert, sagt auch nicht gegen, aber wenn es sich halt häuft, ne, dann wird es halt ein bisschen komisch. Wenn ich mal gucke, ich bin jetzt an der Stelle, habe diese Position, von wo aus die feuern könnten. Gerade im Blick und das nix. Das heißt, entweder sind die weiter oben am Hang, dann können sie aber nicht sehen, weil das ist das ganze Blattwerk. Und wenn sie da durchgucken können, dann ist irgendwas faul. Oder aber, ja. Wir kommen bei B3, greifen jetzt gleich wieder ein paar Heinis an. Ja, genau das meine ich. Man kann sich auf das Team einfach nicht verlassen, Alter. Ja, jetzt B3 wurde wieder eingenommen, ne? Oh, fuck, Alter. Ja, das ist lustiger Spaß hier. Was ist denn so ein Welteroberungsplan geworden? Happy Valentine's Day. Yeah, but. Da kommt einer links über die Brücke rüber, Achtung. Ja, wie sagt ich? Ist weg, hab mal erledigt. Der nächste kommt über die Brücke. Ja, was? Oh, ey, keiner. Keiner guckt hier richtig nach vorne, nach hinten. Die rennen einfach alle hirnlos da rein. Das ist der Wahnsinn. Da waren aber zwei, ne? Nix ausgeschaltet. In die Kopfschuss, sehr schön. Ich war so lange weg. Mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oberstbittrich, warte mal kurz. Oder komm mal zurück. Wir fahren jetzt mal ein bisschen tiefer, entspannter ran. Du ordentlich zielen kannst. Gut, dass über die Brücke traut sich jetzt keiner mehr rüber. Komm auf dem Dach, bleib mal stehen, gut stehen. Bleib mal stehen. Ja, das. Ja, okay, wurde gerade runtergeschossen. Kann ich dich? Ich lass dich einfach hier so stehen. Lol. Pass auf, links geht raus. Schuppen, links im Schuppen, wir werden links von rechts beschossen. Das gibt's nicht, Alter. Ich krieg einen Treffer. Wirklich einen einzigen Treffer. Das war nicht im Kopf, einfach tot. Ja, das ist der Oberwahnsinn. Wir sind rechts im Wald drin. Aber jetzt ja. Rechts am Ufer ist ein Typ. Ist jemand? Lass mal einfach gerade ausgehen. Der schießt von hier aus. Der steht bestimmt hinter irgendeinem Baum und schießt die ganze Zeit da rein. Der Schöne ist, du hörst ihn, wenn er schießt. Ist hier vorne? Nö, ich sehe keinen. Ich habe ja von hier so gedacht. Weil von hier so wurde ich ungefähr beschossen. Na, der ist schon weg. Ah, der ist schon weg? Okay. Der ist schon weg. Du, auf der anderen Seite ist noch einer. Ja, da unten habe ich einen am Fluss. Hast du den Alex Fire? Ja gut, unter den Alex Fire. Gut, der Alex Fire ist weg.
Ja, der war gerade ein bisschen blöd, der hat versucht mal. Nice, Scharfschützengewehr. Hast du jetzt? Ja. Achtung, die kommen da rüber, kommen zwei von euch sind links an der Brücke lang. Der Lauer sitzt, der kleine. Oh, das war knapp. Chainsaw. Boah, ich bräuchte von hier. Hier oben bräuchte ich jetzt ein richtig dickes MG, ey. Einer ist am vordersten Poller. Am vordersten Pylon von der Brücke. Die haben uns von links umgegangen jetzt. Das heißt, die sind über die große Brücke. Na, bin gleich weg. Ja. Okay. Ich hab grad mal hier die M10. Wie war das? Wie hieß das Ding? 1903. Ja, genau. Mit oder ohne Zielfernrohr, ist egal, die ist generell mit. Alter, ich hab in eine Brusttreffer bei dem anderen gemacht. Ja. Ne? Die hat einen Durchschlag wie sonst was. Das ist der Oberwahnsinn, Alter. Ja, das Ding ist richtig krass hier. Ja, aber ganz ehrlich, was soll denn der Scheiß? Was sollen so ein absolut unausgewogenes Waffen-Balancing? Ja, das ist genau das gleiche wie bei WoT. Ja, die Entwickler sind die Russen und die deutschen Panzer können nicht. Oh, das stimmt nicht. Ich fahr die Russen Panzer und die sind scheiße. Ganz ehrlich. Ja, aber nicht so scheiße wie die deutschen Panzer. Also, das Problem ist, die Russen Panzer haben zwei Schwächen. Die sind blind wie sonst sowas und die haben eine Präzision. Also der. Da brauchst du ein Scheunentor, damit du was triffst. Obwohl die hat einen Flieger Panzer haben. Ne? Keine Chance. Ey, müssen wir nur das Haus halten, bis unser Fallschirmspringer da drüben das nächste Ding eigentlich gesaved haben. Ja, das wird dieses Forge wieder. Eigentlich. Was ist dieser Spacko jetzt hier in der Nähe? Ding ist, hier schießen zu viel, aber die Brücke. Drück mal darüber ein bisschen. Bisschen. Na, hier, so wo ich stehe, bräuchten wir dich. Es gibt das ist der Wahnsinn. Mike muss gleich mal die Gruppen wechseln. Ich bin irgendwie in der falschen Gruppe drin. Ich vergesse immer die ganze Zeit, dass ich in eure Gruppe joine. Ich hätte ja gerne mal ein paar. Oh, Butter. Ich hab den Alex Fire. Ja, der hat die 103 mit. Okay, die Ruine ist gesaved. Sehr schön, Fallschirmspringer sind wieder drüben, auch sehr schön. Binu verwundet. LOL. Die dürfen uns jetzt nur nicht B4 wegnehmen. Ich habe gesagt, die dürfen uns nicht B4 wegnehmen. Und was passiert? Na, Spacko. Lol, die chillen immer noch in unser in B3 drin, ne? Oben. Im Dachgeschoss. Die sind nicht nur B3 drin, die sind bei uns oben im Spawn und campen und töten unsere Spawns. B3 ist aber gefährlicher. Ja. Weil jetzt genau, nehmen sie B3 ein, oder? Nein, das sind ein Haufen von unseren Leuten bei B3. Mein Problem ist, dass er halt oben über dem Ding steht. Hast du den? Der oben auf dem Hügel war, ne? Nee, der war irgendwo mehr im Hügel. Der Erdgeschoss wie der steht direkt auf dem Haus. Wer ist denn das? Dachgeschoss. Gar nicht. Aber ist egal, ich probiere, wenn wir drüben die Nullerlinie haben,
dann haben die richtig Probleme. Dann können die campen so viel. Oh, ey, kommt. Nimm doch einmal. Wir müssen definitiv B4 richtig im Griff haben. Sobald das safe ist. Alter, der schießt mich durch den verfickten Wald durch an. Der steht im Baum, ich kann ihn nicht sehen. Ich lauf an dem vorbei, an dem Baum. Und krieg mit ihm mal vor einen Schuss in den Rücken. Wie geht denn sowas? Unser bester Freund Alex Feuer kam gerade hier an und hat mir sein Geschenk dagelassen. Nee. Sehr schön. Hä, was? 02? LOL, ernsthaft, wir haben 02 neutralisiert? Wie geil ist das denn? Jetzt seht zu, dass ihr schnellstmöglich wieder rüberkommt. Eben wäre schön, ist aber nicht unbedingt notwendig. Alter, dieses scheiß Flugzeug geht mir auf den Sack. Ja, das sind Drohnen. Ja, aber die sind so laut, ich höre nicht mehr, wenn die andauernd rüberfliegen. Muss man den Frequenzbereich von deinem Hörgerät einstellen? Den fand ich gut. Ich hatte echt. Haha. Boah, jetzt haben wir hier ein Spawngerät drüben. Ich bin auf dem Weg zu 01, sobald wir das erobert haben. Also das Trauerspiel hier am Ende. Wir haben jetzt schon mal mehr Siegpunkte als die, das ist schon mal gut. Wenn die jetzt alle da drüben noch campen, sollte das ja relativ leicht werden, das Ding hier einzunehmen. Oh! Meine Fresse, ist das Ding geil! Oh Gott, jetzt ist da einer wiedergekommen, ist das nervig. Ich hab grad dem Sniper bei uns bei unserem Spawn halt gerade seine Wehr abgenommen. Hör auf mit dem scheiß Spawn! Conti, bitte komm 02. Ich bin doch gerade da gespawnt, ich hab den umgehauen. Du hast Glück gehabt, weil du immer von Spawn redest. Dann benutzt bitte die Namen. Spawn für mich ist bei mir das Startgebiet. Nein, Quatsch. Das ist für mich der Spawn. Nein, an der Brücke. An der Brücke bin ich gespawnt, beziehungsweise eben davor, weil zu dem Zeitpunkt war das Ding umkämpft, da musste ich weiter vorne spawnen, bin wieder hingelaufen. Hab mir dann Kakos Bobos geholt. Na, ey! Er hat vorhin. LOL. Sag mir doch mal bitte, wie die das schaffen, hier aus den Fenstern rauszugehen. Ich glaube da in die Fenster, sind die. Gibt es irgendwie ein. Ich mach dich schmaler Mod oder so? Klar. Das ist der Cardio-Mod. Aha. Ey, dieser. Alter. Oh, das ist so ein Trollbob. Das ist. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Das ist der Wahnsinn. Fährt mit seinem Kettenfahrzeug darüber auf die andere Seite von der Brücke. Sieht scheinbar nicht, dass da noch tausend andere Ranger rumlaufen und fährt einfach durch und lässt sie abballern und mich auch. Oh fuck, ey. Jetzt ist 04 schon wieder umkämpft. Jetzt schlagen wir schon wieder zurück. Was wahrscheinlich, ich nehme dich mit. Meine Weapon muss ich mal umbauen. Ja, denn hier halt. Manu. Aber wir werden nicht lange überleben, weil die kommen jetzt gerade alle wieder rübergerannt. Was macht ihr denn da? Ich auch noch nicht. Lol. Ja, die werden mich alle langsam los. Was du denn sowas? Ich wusste nicht mehr, ob das diese oder nächste Brücke war. Irgendeiner hätte sich nach links wechseln müssen. Scheiße. Hier ist es nämlich flacher. Jetzt weiß ich's wieder. Siehst du, da haben sie nämlich das Kettenfahrzeug geklaut. Genau, das war mir klar. Das war mir echt klar. Ja, und ich werde drüben von links von der Brücke aus abgeschossen. Ja, ja.
Ja, machen wir so. Ich dachte, du fährst mit mir. Ja, toll, dass wir jetzt alle ein Auto hier haben. Und ja, dann kommen wir halt nicht mit. Nee, ich fahr jetzt über die große. Ja, ne, ja, ich. Oh, Teamkill. Sorry! Aua! Ja, das hat natürlich wieder keinen Sinn hier. Oh, wir haben einen Aufklärer übrigens bei uns. Lol. Wie können die denn uns überall Probleme machen und noch drüben bei der großen Brücke rumhängen? Da waren zwei Leute bei der großen Brücke, die von dort aus rübergeschießen wurden. Wie viele Leute haben die denn mittlerweile? Weil das total geil. Wie präzise die mit dem MG? Okay. Mit dem MG? Aber wir haben keine Flieger mehr. Die haben alle Flieger runtergeholt. Als Flieger hast du nämlich keinen Respawn. Oh, dann haben wir auch keine. Dann können die auch keine Fallschirmjäger mehr jumpen, oder? Ja, die können immer klar, noch. Dass die aber auf unserer Seite waren. Ja, das ist das Problem. Ja, deshalb sag ich ja, wenn wir keine Flieger mehr haben, dann haben wir auch keine Fallschirmjäger mehr. Achso, du meinst das so als ein Glück? Nein. Das war eher als oh Scheiße. Krass, wenn ich gespawnt bin, nimm die vier wieder ein. Ich krieg schon wieder. Ey, das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Mit der Flak, jetzt schießen sie drüben mit der Flak wieder, ey, das ist. Ich wurde von einem Gewehr mit dem Zielfernrohr abgewischt. Abgewischt. Warte, nein, abbrochen. Erwischt. Abgewischt. Aber jetzt ehrlich, ist doch lächerlicher Deck. Ich hab auch die dicke Knifte. Oh, ich brauch einfach mal, ich brauch einfach mal drei Schuss und die brauchen wir eh inside, aber was soll denn die Scheiße? Na, aber hey, mit der K98 mit Zielfernrohr habe ich auch nur einen Schuss gebraucht, um ihn zu töten. Ja, Kopfschuss. Ja, klar, Kopfschuss. Ja, aber ja, der. Andere brauche ich keinen Sniper. Ja, aber sagt er, dass der für den. Ja, doch, Oberkörper kriegst du mit dem auch hin. Du weißt doch nicht, ob der andere schon angedamaged ist oder nicht. Das siehst du ja nirgendwo. Du siehst nur, dass du auf ihn schießt und der umfällt. Ich sag mal so, wenn ein First Spawn ist, dann wüsste ich, dass er nicht angedamaged ist. Ich schwimme jetzt hier einfach durch den ganzen Moos. Ich lauf nicht mehr. Bist du das, Shani? Naja, ich schieß hier gerade rum, ja. Gerade bei B4 versuche jetzt hier irgendwas zu reißen. Ich bin links von der Brücke, ich bin genau auf der anderen Seite von der Brücke. Nein, spring nicht bitte rein, danke. Leute, die sind da oben und gehen nicht hier in dieses Haus. Ich verstehe das teilweise nicht. Deckst du oben ab, dann decke ich unten ab. Jo. Das gibt uns noch mal ein bisschen Zeit. Logisch. Sehr schön. Boah, ich hab gerade ehrlich gesagt, das ist echt. Ey, die haben nichts Besseres zu tun, als auf diesen scheiß Camper-Positionen zu sitzen und zu warten, bis man irgendwo was sieht und zack, tot. Oh. Ja. Das wäre noch nicht mal ein Problem, weil ich krieg ja. Ja, das Ding ist auch, die Leute kommen halt nicht schnell genug hinterher, ne? Was? B4 ist Konflikt, ne? Achso, B4. B4, ja, genau, das ist das da drüben. Also ich sehe es halt eher so, dass wir momentan echt das Problem haben, dass die Leute nicht schnell genug hinterherkommen.
Und warum holen die denn jetzt die Fahrzeuge, in denen man spawnen kann? Warum haben wir die nicht schon längst drüben? Ja, ich spawne und kriege von hinten in den Schnauze. Wenn jemand einen Truppentransporter hat, in dem man drin ist, spawnen kann, der hätte uns schon so gut helfen können. Ah, Gewehr mit 193, na, das ist der Typ hier drüben. Da gibt's ja mehrere. Ja, aber der an der Brücke. Worauf ich ja die ganze Zeit schon hinaus will. Wo fährt der denn hin? Ey, warum haben die denn jetzt auf einmal einen Panzer? Verarsch mich nicht. Warum kriegen die jetzt einen Panzer? Ah, gut, die kriegen jetzt Panzer. Was haben wir? Nix. Mechanisierte Wache. Naja, wir haben in jeder Sekunde verloren. Also, in der letzten Sekunde. Na, wenn wir das einnehmen, wir müssen quasi nur wieder zum nächsten Punkt. Das gibt uns wieder 2 Minuten. Wow. Ja, 2 Minuten kann gut sein. Da ist echt jemand bei uns Müll rausgegangen, oder was wir verlieren. Ich weiß nicht, was der Typ muss so Langeweile haben, der da an einem anderen Ufer sitzt. Das ist der Oberwahnsinn. Ja gut, die haben ja auch schon Offiziersränge bei sich. Ja, zack, tot, alles klar, Kopfschuss. Ja, natürlich. Komm, mach dieses Spiel endlich zu Ende hier, er kann es nicht mehr sehen. Sind ja eh nur noch 40 Sekunden, wenn man nichts Neues erobern. Was für ein Trauerspiel, ey. Was für ein Trauerspiel. Ja, vor allem, wir waren schon bis 01, ne? Überleg mal. Dann ja. Muss ich kurz mal scheißen und dann bin ich hier sogar bei B2. Aber ich kann's wirklich nicht mehr halten. Kampf bewerten. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ich fand's so, okay. Danke, aber... danke. Sind 3 Sternchen. Pisse.